Harry, es ist jetzt 7.12 Uhr, 10. Oktober. Ich habe miserabel geschlafen. Die Erkältung entpuppt sich immer weiter. Habe stechende Kopfschmerzen. Schwindelgefühl. Puh. Kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Die Medikamente, die ich bei habe, schlagen nicht an. Ich glaube, ich muss diese furchtbar wichtige Exkursion abbrechen. Okay, ich werde mich etwas stärken und mein Lager räumen. Mary? Es ist jetzt 9.28 Uhr. Hat alles etwas länger gedauert. Und wie man hört, es regnet wieder. Prima. Geht mir ja nicht schon schlecht genug. Okay, ich breche jetzt in Richtung Westen auf. Mal sehen, ob ich da was finde. Oder so gesagt, mal sehen, wie weit ich komme. Ach, und Mary, mische Jackson doch bitte etwas Rizinusöl unter das Essen. Wenn es mir schon von Stunde zu Stunde schlechter geht, soll er wenigstens nicht vom Klo runterkommen. Dann mal wieder los. Oh, dieses Scheißwetter. Oh Mann. Mary? Das ist ganz schön beschwerlich, sich hier durch das Gestrüpp zu kämpfen. Mein Schädel springt mir gleich vom Kopf. Ich werde wohl diese Expedition nach dieser Nacht beenden. Dann kann sich Jackson... Paul, wie wär's mit dem Spielchen? Jimmy? Jimmy? Was machst du? Denn... Jimmy? Was? War das eine Halluzination? Oder... Keine Ahnung. Vielleicht spinnt mein Kopf. Ich gehe weiter. Mary, ich bin mir nicht sicher, wie weit ich gegangen bin. Sehe etwas verschwommen. Ich habe das Gefühl, dass die Zahlen auf meiner Uhr umherschwirren. Ich glaube, es ist 15.51 Uhr. Ich werde hier das Lager aufschlagen und mich noch einmal dem üblichen Sammelprozedere widmen. Ich decke mich mit diesem scheiß Laub hier zu und schlafe mitten im Freien. Mary? Es ist... 17.45 Uhr. Ja, 17.45 Uhr. Ich habe was entdeckt. Circa 300 Meter vom Lager. Hier stehen überall Pilze rum. Die Gattung kenne ich nicht. Sehen aus wie... Ja, wie übergroße Champignons. Nur die Farbe stimmt nicht. Sie sind... gelblich. Ich werde mal einen der kleinen Kumpel in einem Behältnis tun. Dann kann ich ihn im Labor später untersuchen und bestimmen lassen. Ich lasse das Aufnahmegerät weiterlaufen. So, ab da. So. Dann kommen wir hier. Ja,
hab ich dich, kleiner Freund. Ein tolles Exemplar. Wow! Mary? Er ist geplatzt. Höchstwahrscheinlich verteilt er so seine Sporen. Was zum Henker? Mary? Die Pilze? Sie platzen. Alle! Verdammt! Oh, das brennt! Mary! Oh, die Sporen! Kann ich atmen? Die Sporen! Bakterien? Sie zerfressen! Ah! Meine Haut! Mary! Mary! Als man den Wagen von Dr. Keen fand, wurde die Festplatte mit den Aufzeichnungen sichergestellt und eine Suchmannschaft damit beauftragt, die nahe Umgebung nach Dr. Keen abzusuchen. Ohne Erfolg. Die zuständigen Behörden fanden aber keinerlei Informationen auf der Festplatte. Dr. Keen bleibt weiter verschollen. Die Suche wurde eingestellt und die Unterlagen unter Verschluss genommen. Jackson. Ja, Sir. Ja, Sir, ich bin von den Ergebnissen auch angenehm überrascht. Die Tierwelt. Die Tierwelt wird sich wiederholen. Und in 2-3 Monaten spricht niemand mehr darüber. Sir? Keen. Keine Sorge, Sir. Die Polizei wird in den nächsten 2-3 Tagen einen anonymen Anruf bekommen, dass ca. 3 Meilen vom Handlungsort eine nicht mehr zu erkennende Leiche liegt. Wir haben genug DNA-Material hinzugefügt. Ja, Sir, ich bin auch der Meinung, dass wir PA-0375 nun auch praktisch anwenden können. Man wird das nicht auf uns zurückverfolgen können. Ja, Sir. Danke, Sir.